Hallo und willkommen zurück zum Let's Play Dissidia Final Fantasy mit mir, dem Leviathan 2. Wir sind hier, glaube ich, auf dem finalen Feld von Cecils Storyline. Dementsprechend, versuchen wir mal. Gewinnen ohne Schaden zu erleiden für den Boss Vorsehungspunkt. Das ist so ein komischer Name für die erwartete Zugzahl. Oh Gott, da bist du unten. Ich kann das. Komm hier runter. Okay, versuchen wir mal. Autsch, autsch. Okay. Hat Schaden gemacht. Leider habe ich Schaden genommen. Also. Naja. You fought bravely. Dann schauen wir halt nicht auf die Vorsehungspunkte. Ja, da wurde es frei. Wollen wir denn den Kampf hier noch machen? Ja, nur schon für die Erfahrungspunkte und die Truhe dahinter. Magnet. Okay. Ja. Oh! Muss wehgetan haben. Imitation. Meine. Ein Ende. Am besten gehen wir dann in den finalen Kampf mit vollem Leben und voller Ex-Leiste. Sollte aber möglich sein, da hier ja noch, genau, lässt ihr dann vor dem Kampf kann ich noch eine ein Elixier holen gehen. Dann muss ich da wenigstens keine Sorgen drüber haben. Gegner in 10 Sekunden demoralisieren. Das könnte ziemlich hart werden. Aber wir versuchen es mal. Ich meine, zählt es auch, wenn ich demoralisiert werde in 10 Sekunden? Gib mir deine Punkte. Schockpulser. So, Schockpulser. Je länger sie ihn auflädt, desto weiter fliegt er. Deshalb. Na, aufpassen. Mir aus. So. Deshalb ja. Je näher man ist, desto schneller spawnen sie ihn. Und je weiter man weg ist, desto plötzlicher kommt er auf einen zugeflogen. Ja, Zauberpott ist weg. Egal. Für mich war es immer ziemlich hart, das zu all dem auszuweichen. Ich verstehe es jetzt. Ganz egal, gegen wen ich kämpfen muss. Ich. Auch noch. In den können wir den Ex-Modus einsetzen. Außer er hat gerade gar keine Leben. Der hat keine Leben. Sorry. Ja, die Gegner haben dafür eine schwierige Zeit, dem hier auszuweichen. You fought bravely.
Ich meine, es sieht, die Kämpfe hier mit Cecil sehen ziemlich alle ziemlich gleich aus, weil man einfach, weil es einfach diese eine Übertaktik gibt. Oh, eine Truhe. Wenn man aber später im Spiel das machen würde, dann würde die Strategie nicht mehr so gut aufgehen. Dementsprechend, ja, aber Cecil wird wahrscheinlich in diesem Part zum letzten Mal auftauchen. Er ist jetzt für mich zumindest nicht so gut, dass ich ihn weiterhin benutzen möchte. Also, das heißt nicht, er ist wie gesagt, ich habe jetzt keine Figur im Spiel, mit dem ich ein Riesenproblem habe. Vielleicht am ehesten noch mit, wie hieß er? Gaboran? Na, ein Bonuscharakter. Richter aus Final Fantasy XII. Ja, aber den schaltet man eh erst nach der Story frei. Kriegen wir den noch. Mit allen anderen Figuren habe ich eigentlich kein Problem, aber es ist jetzt, Cecil ist auch nicht gut genug, als dass ich ihn weiterhin benutzen werde. Und es wird später ziemlich wichtig, dass wir unseren besten Charakter einsetzen, weil wir den hochleveln sollten. There is a different air about you. You seem to have made a decision. Yes. I will return to my friends. What? Brother, I do not travel with companions to cover my own weakness. Their presence gives me strength. They encourage and support me. I travel with them so that I can aid them as they have aided me. A certain strength can only be born in the presence of my friends. That's why. This is what I believe. It looks as though our differences are irreconcilable. Brother! You are a knight. If there is such determination behind your thoughts, prove it with your blade, my brother. It's because I have friends that I can fight. Both light and darkness give me the guidance I need. Thus! I can turn darkness into hallowed light. Behold! You're naive, Cecil. Even knowing betrayal and despair, you would depend on the whims of others? I swear on this blade, I will not be dissuaded! Haha, let's beat the shit out of him. Can you overcome me? Oh, boss time. Wahrer Boss. Lass das sich treffen? Yes! Oh, ja, genau. Seht ihr, wenn man gut genug ist, dann kommt man auch davon. Und wir haben... Duck. Reicht wahrscheinlich nicht für einen Kill, aber... Ich meine, mit 100 Leben müssen wir jetzt nur schauen, dass wir noch einmal einen Angriff reinbringen, nachdem unser Mut wieder aufgeladen ist. Und das ist er. Dankeschön. So. Ich ihn? Sorry. Na
hat ganz gut funktioniert. I see the strength of which you spoke. The crystal. This is ours, brother. We found this light together. Spare me the Falderall. You found that on your own. But... This is only the beginning. Do your eyes see as far as the light shines? Brother. No matter the hardship, I'll face it head on, together with my friends. And someday, with you as well. Because our bond is my guiding light. My mind will not waver. Xian Xian, es hat sich also gelohnt, ihn gewähren zu lassen. Ja, er ist ein wahrer Verräter. Noch unbewusst. Er musste sich ja mal des in seinem inneren verborgenen Lichts bewusst werden. Wollen wir? Wir sollten alles erledigt haben, bevor der heilige Drache erscheint. Ah, der heilige Drache. After the fierce battle with his own brother, light finally shines on the gentle knight. Whatever trials and tribulations he may face, the belief in the bond he has with his friends shall never fade. Under the crystal's gentle glow, he makes a wish that he and his friends might overcome this adversity, and that someday he might walk alongside his brother again. Da, 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 da. Cecil's Story vorbei. Schauen wir mal, ob wir irgendwelche Bonusse kriegen. Einmal. Fähigkeit Aura erlernt. Ein besonderer Bereich. Seltene Kampffigur. Ja, und die Scherzkiste bekommen wir noch nicht. Naja. Ich glaube, da muss man ziemlich perfekt spielen für die. Getrennte Wege vereinen sich wieder, ihre Schritte fallen ihnen leicht, denn die Hoffnung beflügelt sie. Es sind Momente des Friedens, wenn auch nur kurzer Dauer. You should have seen it, just in the nick of time to save the day. And then I bumped into you guys shortly afterwards. And that, my friends, is my story. You coming with us? Guess what? The story continues. Mit den Kristallen versammeln sich die Krieger bei Kosmos, um Chaos zu besiegen und die Welt zu retten. Hatten wir die nicht noch schon mal?
Let's end this fight. Here and now. No. It has already been settled. Your fate is to fall into true darkness. Cosmos! Chaos. For all your wandering, still you end up in purgatory. What a shame, Cosmos. This is not for you to decide. What they must know is true darkness. Your wish shall be granted. I will extinguish all light. Cosmos! Changing. Powerless beings fall into the shadows of despair and be gone. Ja, wenn sich die immer wieder wiederholt, die Cutscene, dann überspringen wir sie halt beim nächsten Mal. Ich habe gedacht, vielleicht verändert sie sich ein bisschen, damit es gerechtfertigt ist, aber anscheinend nicht. So, jetzt suchen wir nach Schwierigkeitsgrad 2. Tidus hätte einen Schwierigkeitsgrad 2 und dann wahrscheinlich, genau, Firion. Das ist diese Vierergruppe vom Anfang, die wir verfolgt haben. Ich mag Tidus, aber sein Kampfstil ist am Anfang noch ein bisschen... Naja. Ich denke, wir schauen uns noch sein Intro an und dann haben wir den Part auch geschafft. Aber das Intro machen wir. Tidus, the young man with the heart of an unflinching ace. Traveling in search of his crystal, he spurs on his companions with his cheerful disposition. But his eyes were only on one man's back. His father, Jekt, now an enemy, sided with Chaos. Tidus must someday break clear of his father's giant shadow. Okay, we're done here. I guess we got through that somehow. Piece of cake. I'll take down every last one of Chaos's bunch. We're counting on you. Yeah. Every last one but Golbez. Don't worry, I won't finish him off. He's no easy adversary. You have family too, don't you? Jekt, wasn't it? My old man doesn't count. What? He's going down first. I don't care if he begs for mercy. But he's your own flesh and blood. Are you sure you're... I'm looking forward to it. My heart started to race. Just the thought of seeing my old man again. There was no way I could stay calm.
Also dann, lassen wir es krachen. Immer mit der Ruhe, Tidus. Der Weg teilt sich. Was machen wir, Sir? Naja, also wenn ihr mich fragt, dann beenden wir dann bald mal den Part. Tja, sparen wir auf AP und holen wir alle Schatzkisten? Wir müssen uns entscheiden. Ist doch völlig egal. Hauptsache, es geht weiter. So, Tidus ist besonders effektiv auf mittlerer Distanz. Darauf fußt sein Kampfstil. Ein Teil seiner Angriffe erlaubt es, den Gegner auszuweichen und anzugreifen. Genau, außerdem kann er mitunter der schnellste Charakter im Spiel sein. Aber das seht ihr dann. Okay, wie gesagt, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir hier weitermachen. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis dann.